So, wir haben 14:59 Uhr. Wir haben noch die eine oder andere Sekunde. Insofern warten wir vielleicht noch mal einen kleinen Moment, bevor wir mit unserem Webinar anfangen. Nichtsdestotrotz schon mal an die, die sich hier eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich eingeloggt haben in unser Webinar. Und ja. Bei den Live-Events, die wir vor Corona moderiert haben, würde ich jetzt sagen, Sie haben noch einen Moment, sich an der Kaffeebar oder sowas was zu trinken zu holen, bevor wir hier einsteigen. Unsere Gäste sind auch schon da, das ist wunderbar. Ansonsten vielleicht für die, die jetzt bereits schon eingeloggt sind. Das Ganze ist ein Zoom-Webinar. Das heißt, wir nehmen das Ganze auf und stellen das Ganze auch zeitnah zur Verfügung, wie wir das auch mit den vergangenen Webinaren gemacht haben. Neben unseren Gästen sind zudem noch dabei meine Kollegen, die Juliane und die Fulya. Beide werden sich auch um eventuelle technische Probleme kümmern. Wenn also jemand irgendwas nicht hört, sieht oder so weiter, einfach kurz im Chat schreiben. Sie haben unten in der Leiste die Möglichkeit, ein Chatfenster zu öffnen und dort dann Fragen auch zu formulieren. Oder rund um das Thema technische Probleme natürlich. Kommentare reinzuschreiben. Die beiden kümmern sich darum. So, und ich würde sagen, wir fangen doch mal mit unserem Webinar an. Also nochmal an alle, die sich jetzt gerade eingeloggt haben, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für das rege Interesse an unserem Webinar heute rund um das Thema PR und SEO oder SEO, je nachdem. Und ich freue mich auf jeden Fall. Mein Name ist Boris Meyer, ich bin bei Cision, Teamleiter Marketing. Und freue mich riesig, dass wir heute zwei auch ganz, ganz tolle Gäste mit dabei haben, die sich sowohl mit dem einen Thema PR, auch mit dem anderen Thema SEO mehr als gut auskennen. Und zwar einmal Ulf-Henrik Schrader. Willkommen, Ulf. Jo, hi, hallo. Und zum anderen natürlich Olaf Kropp. Auch an dich natürlich wunderschönen guten Tag, Ulf. Hallo, Boris und alle anderen. Sehr schön. Wer will, ich sehe hier schon Grüße aus München, Grüße von Dietz an der Lahn aus Hamburg. Also wir haben auch wieder heute mal aus allen Ecken Deutschland Zuschauer und Teilnehmer dabei. Bevor wir jetzt starten, ganz kurz nochmal der Hinweis, Fragen natürlich können auf jeden Fall gestellt werden. Wir werden es so machen, dass wir circa 35, 40 Minuten uns mit unseren beiden Gästen unterhalten und dann die übrige Zeit dafür verwenden, nochmal Teilnehmerfragen, also Ihre Fragen zu beantworten. Einfach in den Chat reinschreiben und ansonsten schauen wir mal. Vielleicht werden wir die eine oder andere Frage auch direkt, weil es, wenn es gerade passt, natürlich mit reinnehmen. So, jetzt genug der Vorrede. Vielleicht erstmal zu euch. Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz nochmal vorstellen, weil ich muss gestehen, ich habe meine Probleme, die Highlights aus euren Lebensläufen rauszupicken und euch richtig vorzustellen. Insofern, Ulf, vielleicht du als erstes. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin 46 mittlerweile und ja, über, na, oder sagen wir mal etwa das halbe Leben schon mit Kommunikation beschäftigt. Bin also damals, als man noch über AOL ins Internet ging und mit dem Netscape Browser 0. irgendwas online war, da habe ich mich sehr intensiv mit der Thematik schon befasst, dann auch gleich eine Agentur gegründet. Bin von E-Commerce über Online-Marketing und vor allem eben PR dann verschiedene ja, Fachbereiche oder Disziplinen durchwandert. War auch Dozent an der Hochschule für Online-PR und lehre seit einigen Jahren Content-Marketing und Online-Marketing-Konzeption für die Norddeutsche Akademie für Marketing und Kommunikation. Ja, und darf jetzt mittlerweile, glaube ich, im 9. Jahr mit Olaf gemeinsam die Aufgesang GmbH leiten. Und was wir da so machen, da kommen wir über die Themen dann auch automatisch drauf. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Olaf. Es Ulf. ist an deiner.
Ach so. Nee, nee, an dir, dich hier vorzustellen. Natürlich kann das Ulf auch machen. Nee, nee, ich mache das lieber selber. Ich bin Olaf Kopp. Ich habe mit Ulf dieses Konstrukt aufgesagt, wie es heute ist, gegründet. Bin aktuell fachlicher Leiter Suchmaschinenoptimierung bei uns. Die Stelle ist vakant. Wir suchen einen Head of SEO, also jeder, der sich berufen fühlt, kann mein Nachfolger werden. Und Chief Business Development Officer bin ich auch noch. Und da kümmere ich mich so ein bisschen um Vertrieb. Vertrieb nennen wir es ja gar nicht. Ich nenne es mal Erstberatung, Produktentwicklung. Bin so ein bisschen für die Agentur auch draußen an der Front unterwegs. Man könnte mich eventuell über einen Podcast, Content Kompass kennen, über diverse Publikationen etc. Ich beschäftige mich seit 2005 mit Online-Marketing-Themen und seit nunmehr 8 Jahren speziell mit den Themen nutzerzentriertes Content-Marketing, digitaler Markenaufbau und dem Zuge auch dieses EAT-Thema, was wir auch heute ausführlich besprechen, und semantische SEO, also das Entitätenthema. Wunderbar, vielen, vielen Dank für die Einführung. Und wir starten auch gleich mal mit der ersten Frage. Ihr seid beide schon sehr lange dabei. Mal gucken, könnt ihr euch noch erinnern, Ulf, vielleicht erstmal an dich die Frage gestellt, kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal im Rahmen von Projekten oder deiner Arbeit bewusst mit den Themen PR und SEO gleichzeitig konfrontiert warst? Ja, das hat schon sehr früh begonnen, weil wir überwiegend Kunden aus der digitalen Wirtschaft hatten und deren Perspektive auf das PR-Thema war eigentlich immer schon so ein bisschen auch SEO getrieben. Das Ganze hat sich dann für mich in der Wahrnehmung ein bisschen zugespitzt. Das war so um 2009 rum, 2010, wenn man da auf den Konferenzen war, dann hat man schon stark gemerkt, wie die Themen einfach aufeinander zustreben. Und zwar, wenn du auf einer SEO-Konferenz warst, wo so ein bisschen die Frage gestellt wurde, wo geht das alles eigentlich hin? Ja, wo sind die Antworten auf unsere Fragen? Dann habe ich immer so gedacht, als PRler zu der Zeit, ja, aber die Antworten sind doch völlig klar. Ihr müsst einfach Online-PR machen, gute Online-PR. Und andersrum auf den PR-Konferenzen, da kamen auch häufiger Fragen auf, wo für mich dann aber eben auch schon klar war, ja, da spielt SEO einfach eine große Rolle und Online-Marketing vielleicht insgesamt, ne? Und wenn man schaut, wo die jeweiligen Beiträge liegen, die die Disziplinen leisten können, jeweils füreinander, dann geht es aus PR-Sicht sogar noch weit über SEO hinaus, ne? Da sind wir halt mitten im Online-Marketing, gerade was die Sichtbarkeit der eigenen Marke, die Positionierung angeht. Und die Schnittstelle zwischen diesen Welten, wenn man so will, liegt ja, so nach unserem Verständnis im Content Marketing. Und da kommen wir dann auch ganz schnell so in den Bereich integrierte Kommunikation entlang der Customer Journey. Und das ist auch das, womit wir uns heute schwerpunktmäßig eigentlich befassen. Und ein Beispiel, was man da vielleicht bringen kann, so aus den früheren Jahren, das ist ein Leitfaden, so im Sinne eines White Papers vielleicht, zu Arbeitszeitmodellen in der Pflege, wo wir halt einen Kunden haben, einen großen Betreiber von Pflegeeinrichtungen, der so im Hinblick auf Recruiting und Positionierung als guter Arbeitgeber halt überlegt hat, was er machen kann. Gleichzeitig sollte es aber auch darum gehen, ja, was Positives zu leisten für die Rankings, also Backlink-Aufbau. Und das ist so ein klassisches Feld, wo die beiden Disziplinen wirklich gemeinsam die volle Stärke entfalten können. Ja, also haben wir diesen Ratgeber publiziert, der inhaltlich stark wirklich diese Arbeitgebermarke aufladen konnte durch ein hohes Maß an Flexibilität, Mitarbeiter, Fokussierung. Und auf der anderen Seite haben wir eben über ja, Outreach, über SEO-bezogene Maßnahmen dafür sorgen können, dass das auch wirklich eine hohe Reichweite bekommen hat und dass eine ganze Zahl von wertvollen Backlinks aufgebaut werden konnte. Ne, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber der Blick auf die Synergien letztendlich der verschiedenen Disziplinen, der ist hochspannend und birgt auch wirklich viel Potenzial.
Olaf, wie ist es bei dir? Kannst du dich noch aus deinen frühen Zeiten erinnern, wo beide Themen zum ersten Mal so richtig bewusst gleichzeitig aufgetreten Also sind für ich dich? bin, ich komme ja ursprünglich, also ich habe meine Diplomarbeit eigentlich in einem, damals im Social Media Marketing Bereich geschrieben. Damals gab es den Begriff Social Media Marketing noch gar nicht. Es war 2006, da ging es um Viral Marketing, Word of Mouse Marketing, Buzz Marketing. Da habe ich auch, bin ich auch über das Buch, das zitiere ich immer gerne, New Rules of Marketing and PR von David Merriman Scott gestoßen. Das habe ich im Rahmen meiner Diplomarbeit gelesen. Und komme eigentlich ursprünglich aus dieser Marketing-Ecke, jetzt nicht aus der PR-Ecke, sondern aus der Marketing-Ecke, weil ich das hier auch studiert habe. Schwerpunkt war E-Business und Marketing. Und bin dann eigentlich ziemlich stark erstmal in Kanäle eingestiegen, dann danach, und zwar in Google Ads, also Suchmaschinenwerbung. Und bin dann über, dass Ulf irgendwann auf mich zukam. Der Ulf hatte ja, wie er gesagt hat, vorher die PR-Agentur. Ich hatte mich zwischenzeitlich mit einer Suchmaschinenmarketing-Agentur selbstständig gemacht, mit Schwerpunkt SEO und SEA, also doch sehr, sehr kanalzentriert noch. Und Ulf kam dann auf mich zu, gerade in so einer Phase, wo das Thema Content-Marketing so langsam über den Teich rüberschwappte, und kam mit dieser Idee, seine PR-Agentur mit meiner Suchmaschinenmarketing-Agentur oder ja, zu verheiraten oder zusammenzuführen. Und das fand ich dadurch, da kam eigentlich das erste Mal so richtig, weil man auch bei Google gesehen hat, dass wir immer mehr dahin gehen, dass nicht Spam, sondern Relevanz belohnt wird. Das war abzusehen. Und ich habe mir gedacht, im Sinne von SEO macht es einfach Sinn, die Kommunikation und Marketingwelt mit der Online-Marketing-Welt zusammenzubringen, ja, und der Rest ist Geschichte. Seit 2000, Januar 2012 machen Ulf und ich damit Aufgesang gemeinsame Sache so. Und das war eigentlich der erste Punkt. Und dann natürlich das ganze Thema, wo wir auch noch zu sprechen gekommen, diese Umstellung 2012 und 2013, wirklich die grundlegende Umstellung des Google-Algorithmus hin zur Richtung Semantik, in Form von Knowledge Graph und Hummingbird. Und das war für mich auch eigentlich der Startschuss, wo mich SEO eigentlich erst so richtig interessiert hat, weil vorher war es viel Spam, viel Artikel-Spamming, Link-Netzwerke. Das war kein sinnvolles Marketing, das war einfach nur Spam so. Und das hat Google durch auch Updates wie Penguin und Panda und Hummingbird und den Knowledge Graph und alles, was da so dazu gehört, ziemlich gut in den Griff bekommen. Damit hast du schon fast meine nächste Frage, glaube ich, ein bisschen beantwortet, Olaf. Genau, das waren ja früher so, ich muss gestehen, ich habe es auch vor 9, 10 Jahren selber auch so gemacht. Bestimmte Geschichten wie jetzt Keyword-Stuffing auf der Webseite oder auch Backlink-Generierung auf sehr einfache Art und Weise im PR-Bereich, indem man halt auf kostenlosen Presseversand-Plattformen seine Pressemeldungen natürlich rausgeschickt hat. Die sind natürlich auch regelmäßig aufgegriffen worden, eins zu eins im Originalton auf Yahoo Finance und Co. Das sind aber Sachen, glaube ich, die inzwischen, kann man sagen, das bringt relativ wenig bis gar nichts oder kann sogar eher schädlich sein, oder, Olaf? Ich sage es mal so, es gibt so eine einfache Faustregel. Jeden Link, den ich selbst platzieren kann, der kann nicht so viel wert sein wie ein Link, den ich mir erarbeiten muss und den ich nicht selber setze. Also da sprechen wir, ich spreche da immer gerne von Earned Links und Owned Links, also alles, was ich selber platziere, jetzt mal interne Verlinkungen und die ganzen Themen ausgelassen, aber jeden Link, den ich auf externen Plattformen selber platzieren kann, der ist natürlich weniger wert als ein Link, den ich mir erarbeitet habe, der mir quasi als Referenz geschenkt wurde oder zugesprochen wurde. Da sind wir in ruckzuck auch beim alten PageRank-Prinzip, worauf ja diese ganzen Off-Page-Signale, die Google 2000 hat es Google, glaube ich, eingeführt, diesen PageRank, der ja von Larry Page, dem Google-Gründer, auch quasi dieses Patent quasi auch angemeldet oder entwickelt wurde und die Methode. Und jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Genau. Und der PageRank sagt ja erstmal aus dafür, je häufiger ich referenziert werde, wie beim wissenschaftlichen Arbeiten auch, desto relevanter ist dann die angelinkte Seite, also der Inhalt dahinter, der angelinkt wird und referenziert wird. So. Darauf beruht ja im Endeffekt dieses ganze Thema Off-Page-SEO, wenn man es so sieht. Ne? Es hat sich bis heute verändert, da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Aber von daher
war ja auch, war dieses alte PageRank-Prinzip aber auch relativ einfach dann zu gamen, weil Google da irgendwie nicht so, es nicht so gut hingekriegt hat, die selbst einfach zu erstellten Links von den guten Links, also den Earned Links, die aufgrund meiner meiner PR-Arbeit, Marketing-Arbeit, Content-Marketing entstanden sind, von den schlechten zu trennen, ne? Ich will vielleicht noch kurz ergänzen, ja, mit diesen kostenlosen Presseportalen, ne, die du angesprochen hast. Mhm. Also ich glaube, es ist safe zu sagen, dass die an Relevanz extrem eingebüßt haben. Nichtsdestotrotz schadet es aber auch nichts und verschafft ja so ein bisschen Sichtbarkeit. Wir haben, und das können wir ja in den Notes dann ergänzen hinterher, wir haben eine laufende Untersuchung, wo wir halt gucken, wie wertvoll die eigentlich noch sind, und haben ein Ranking gemacht nach verschiedenen Kriterien. Das können wir dann also gerne auch den Zuschauern und Zuhörern heute zur Verfügung stellen. So ein Top 10 der Presseportale. Genau, vielleicht dazu nochmal ganz kurz im Anschluss. Also wir machen natürlich hier einen kleinen Nachbericht auf jeden Fall, wo wir auch nochmal alle Links und alle weiterführenden Themen, die wir heute noch ansprechen werden, auch verlinken oder erwähnen werden. Insofern geht da nichts verloren. Ich habe schon gesehen, gibt es heute eine Präsentation, heute nicht. Aber wie gesagt, zeitnah zu dem heutigen Webinar gibt es auf jeden Fall nochmal alle Informationen gesammelt in so einem kurzen Nachbericht. Olaf, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, wie oder in welche Entwicklung Google jetzt gerade im Bereich der Suchmaschine investiert hat. Also wie hat sich in großen Zügen dargelegt, wie hat sich Google eigentlich verändert? Ich kann mich erinnern, früher hat man sehr stark nach Keywords beispielsweise gesucht und wollte da bestimmte Sachen finden natürlich. Heute ist es natürlich eine ganz andere Art und Weise, wie viele Menschen suchen. Wir suchen heute mit ganzen Fragen. Was für große Entwicklungen stecken dahinter? Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt da auf jedes Detail eingehe. Ich lasse mal das ganze Thema Indexierung und Crawling einfach raus. Mhm. Für uns ist ja meistens das Thema Ranking interessant. Als auch natürlich vielleicht die Interpretation von Suchanfragen. Ne? Mhm. Da hat Google natürlich enorm investiert. Also ich glaube, Google hat da in den letzten 8 Jahren die größten, was die beiden Teile angeht, die größten Schritte gemacht, im Gegensatz zu denen, die davor sind. Zum einen haben sie mit Hummingbird und dem Knowledge Graph begonnen, eine entitätenbasierte Indexierung einzuführen. Also es geht nicht mehr um Terme, die in einem Text auftauchen, sondern es geht immer mehr darum, Entitäten zu identifizieren, also mehr in Clustern und Themen auch zu denken, als in einzelnen Keywords irgendwie. Und Entitäten helfen halt sowohl bei der Indexierung und bei der Organisation von Informationen, als auch bei der Interpretation von Suchanfragen, weil nur dadurch kann Google jetzt wirklich Fragen beantworten. Früher hat Google so funktioniert, dass ein Text oder ein Term oder mehrere Terme in den Suchschlitz eingegeben wurden und es wurde abgeglichen mit den Dokumenten, die im Index waren, ob dieser Term irgendwo in einer bestimmten Häufigkeit auftaucht. Heutzutage muss in dem Suchterm gar nicht der Begriff vorkommen, damit Google weiß, welche Dokumente und die Antwort- oder Textpassagen inzwischen, ist ja ganz neu jetzt, ein Algorithmus-Update gekommen, Ranking-Algorithmus-Update mit dem Namen Search On, der sich auf Textpassagen bezieht, also gar nicht mehr nur auf die kompletten Dokumente. Also dann weiß, was ist die richtige Antwort auf diese Suchanfrage, weil eine Keyword, was in einen Suchschlitz eingegeben wird, ist nichts anderes als eine implizite Fragestellung in den meisten Fällen. Und jemand will eine Antwort darauf haben. Und die Antwort liegt halt begraben in diesen Billionen von Dokumenten und Inhalten, die es im Netz gibt. Und eine entitätenbasierte Indexierung und Auslieferung und Interpretation von Suchanfragen geht halt viel mehr in Richtung Bedeutung erkennen, als nur einfach nur den Abgleich von Suchtermen und irgendwelchen Keywords, die in irgendwelchen Texten auftauchen. Das ist von Grund aus so ganz rudimentär die größten Entwicklungen. Und dann eben auch seit ein paar Jahren das Thema Qualität. Google steht unter großem Druck, was die Richtigkeit der Inhalte angeht, die sie auf ihren Suchergebnisseiten ausspielen.
Haben sehr viele Leute ein großes Auge drauf, gerade in Corona-Zeiten. Jetzt sehen wir es ja, wie viel Informationen, auch Falschinformationen und Fehlinformationen überall auftauchen und da geht es gerade in so Bereichen, Medizinbereichen den sogenannten Ümmelbereichen, so heißt es in den Quality Data Guidelines, also Your Money, Your Life, alles, was dein Leben und dein Geldbeutel von Menschen beeinflusst, geht es halt ganz stark um Qualität und Richtigkeit. Und da kommt halt noch das ganze Thema EAT ins Spiel, wo wir ja auch noch drüber sprechen werden, wo es um die Qualität der Quellen im Endeffekt geht und nicht nur um die Dokumente an sich. Dann lass uns doch gerade drüber sprechen. Vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere, der jetzt hier teilnimmt, den Begriff oder die Abkürzung EAT, was dahinter steckt, vielleicht auch gar nicht noch nicht kennt oder noch nicht so genau. Was steckt denn dahinter? Oh, mein Hund, das ist natürlich perfekt. Ein Moment, Foxy, aus, komm her. Hierher. Daran, liebe Teilnehmer, sieht auf jeden Fall, dass es live ist und nicht aufgezeichnet. Das war übrigens, das war Foxy, kurz als, ja. Hallo Foxy. Versuche sie im Zaum zu halten, den Killer. EAT, ja, warst du mit deiner Frage schon fertig? Im Grunde ja. Also, was ist das? Was steckt dahinter, hinter EAT? Hinter EAT stecken die Begriffe Expertise, Autorität und Trust. Und für mich ist EAT eigentlich eine Weiterführung, dass Google besser daran werden will, Marken zu erkennen. Weil Marken, was EAT, also diese drei Begriffe oder Eigenschaften, Expertise, Autorität und Trust, also Vertrauen, sind typische Markeneigenschaften, die eine Marke in sich trägt, neben Popularität noch obendrauf. Und diese drei Buchstaben stehen für Qualität. Die Expertise steht für gut recherchierte, gut aufbereitete Inhalte. Und die Expertise des Autors, der diesen Inhalt geschaffen hat. Autorität steht für die Autorität einer Quelle in einem bestimmten Themenbereich. Und Trust steht für Vertrauen halt in diese Inhalte, die dann da publiziert werden, beziehungsweise in den Urheber dieser Inhalte. Also das E bezieht sich doch stark auf die Dokumentenebene, so nenne ich es auch immer gerne, und das A und das T beziehen sich halt stark auf die Domain-Ebene, sage ich mal, oder auf die Publisher- oder auch Autorenebene. Und da kommt natürlich ein neues Konstrukt rein, damit, das ist ein Konzept. Man kann auch gar, es gibt nicht EAT, den Ranking-Faktor EAT. EAT ist ein Konzept, was Google 2014 das erste Mal in den Quality Writer Guidelines vorgestellt hat, wonach, welche Signale sich genau dahinter verbergen, kann man aus diversen Google-Patenten etc. oder ähnlichen erahnen, aber keiner weiß es genau. Also ich denke, dass gerade Off-Page-Signale dort gerade für das A und das T eine große Rolle spielen und eben die Expertise des Autors selber. Und natürlich welche Begrifflichkeiten ich eventuell, semantisch verwandten Begrifflichkeiten ich eventuell in einem Dokument oder in einem Inhalt verwende. Das ist eigentlich EAT. Und dabei geht es halt darum, sicherzustellen, dass die Inhalte oder die Inhalte wirklich glaubwürdig sind und richtig sind. Und gerade in diesem Ümmelbereich ist EAT so eine Art Gatekeeper. Das hat man jetzt, wenn man jetzt heutzutage Corona-Themen googelt, wird man nur autoritäre Quellen auf der ersten Suchergebnisseite finden. Und dieses EAT-Prinzip ist so eine Art Gatekeeper, gerade in diesem Ümmelbereich, dass Google überhaupt Inhalte von diesem Urheber auf die erste Seite lässt. In anderen, im Nicht-Ümmelbereichen, wird EAT auch eine Rolle spielen, aber nicht so eine exorbitant große Rolle wie in diesem Ümmelbereich, in diesem Your Money, Your Life-Bereich, von den Themen her. Also ganz praktisch im Grunde, dass wenn man jetzt beispielsweise Informationen über Corona haben möchte, dass dann eher das RKI weit oben rankt und Ja, man yeah, zum die Beispiel. Seite findet, als jetzt beispielsweise irgendein Blog, ein Ja. Yeah. Gesundheitsblog mit dem Namen meinegesundheit.de oder sowas. Okay. Was sind denn die Ümmel-Themen? Gesundheit, Finanzen? Finanzen, Gesundheit, E-Commerce in Teilen. Das ist es grob zusammengefasst, ja. Du hast vorhin schon ein bisschen ausführlicher über das Thema Entitäten gesprochen.
wie, ich glaube auch ein bisschen angerissen schon, was dahinter steckt. Im Grunde können Organisationen oder auch Personen beispielsweise Entitäten werden. Wie wird man denn zur Entität? Was muss man denn da machen, Also, um als Entität gelistet zu werden? naja, man muss ja unterscheiden, erstmal Entität, was ist eine Entität? Eine Entität ist ein konkretes oder abstraktes Ding des Seins und ist ein Begriff aus der Bedeutungslehre, also aus der Semantik und wird auch gern in Bezug auf Datenbankstrukturen und Datenbankorganisationen genutzt. Es ist ein Strukturelement im Endeffekt und eine Entität ist im Endeffekt. Kann eine Person sein, es gibt Personenentitäten, Unternehmensentitäten, es gibt, es kann aber auch Konzepte wie Wetter, es kann auch eine Entität sein, aber diese sogenannten benannten Entitäten wie Personen und Unternehmen, aber auch Bauwerke sind aus SEO-Sicht eigentlich die interessanteren. Und von generell ist jeder von uns, du bist eine Entität, Ulf ist eine Entität, ich bin eine Entität, jeder einzelne Zuschauer ist eine Entität, ist eine Personenentität. Ja, du willst aber wahrscheinlich darauf hinaus, wie man für Google als Entität erkannt wird. Beispielsweise auch, ja. Und ich glaube, dass ich kann immer nur von Glauben sprechen, weil zu diesem ganzen Thema sagt Google ziemlich wenig. Und ich habe da wirklich tief mich in erster Linie über Google-Patente auch reingearbeitet in das Thema. Ich habe da irgendwie an die 100 Patente mir angeguckt, die irgendwie was mit Entitäten, also Google-Patenten, die irgendwas mit Entitäten zu tun hatten. Und ich glaube, dass Google im Knowledge Graph, also das, was man in Form dieser Entitätenboxen oder Knowledge Panels in den Suchergebnissen sieht, meistens auf der rechten Seite, dass das nur die Oberfläche ist und das die Spitze des Eisbergs ist und dass da drunter eigentlich noch eine viel größere Datenbank liegt, wo Google noch viel mehr Entitäten abgespeichert hat, als die, die man in den Suchergebnissen dann auch sieht in Form dieser Knowledge Panels. Und die große Herausforderung für Google ist bei diesem ganzen dieser entitätenbasierten Suche ist halt, und gerade bei der Ausgabe der Knowledge Panel, ist halt nicht die Vollständigkeit, dass Google alle oder möglichst viele Entitäten, die es so gibt auf der Welt im stetigen Leben identifizieren kann, sondern es geht die Richtigkeit der Informationen, weil diese Knowledge Panels sind sehr präsent in den Suchergebnissen zu sehen und wenn da was falsch ist, dann ist natürlich die Nutzererfahrung richtig. Da fällt es dann halt sofort auf. Und deswegen ist da Google noch sehr vorsichtig, alles das preiszugeben, was sie über Entitäten bereits in der Art, meine Vermutung ist, dass es der Knowledge Vault ist, also den wird wahrscheinlich keiner kennen, aber das ist halt so ein Begriff, der geistert schon seit längerem irgendwie von Google ab und zu erwähnt durch, dass da dort eigentlich noch viel mehr Informationen liegen und Entitäten gespeichert sind, als wir das erahnen können. So als wir es im Knowledge Panel oder im Knowledge Graph auch über die Knowledge Graph API zum Beispiel abfragen können. Und das ist die Vermutung, wie wird man zur Entität? Also ich werde in dem Moment zur Entität, in dem ersten Moment kann ich zur Entität werden und erfasst werden von Google, wenn ich irgendwo etwas im Netz publiziere. Als Person oder wenn eine Entität in einem Satz meinetwegen auftaucht, weil Google ist inzwischen über Natural Language Processing ziemlich gut da drin, Entitäten aus Texten raus oder Suchanfragen zu erkennen, ob es sich um eine Entität handelt oder nicht. Und vielleicht zu dir nochmal, gerade bezüglich des Themas Content-Strategie, weil wir ja jetzt gehört haben, dass im Grunde man als Entität wird, wenn man aktiv wird, beispielsweise durch Content. Trägt es positiv dazu bei, eigentlich, wenn man im Rahmen der Content-Strategie seine Inhalte in möglichst vielen verschiedenen Formaten anbietet, also nicht nur Text, nicht nur sich auf wenige Formate konzentriert, sondern wirklich eine Vielfalt an Contents in Formaten packt? Ob das für die Entitäten eine Rolle spielt, das kann ich gar nicht so sagen. Aber grundsätzlich hilft es natürlich, ne? Wenn du in mehreren Formaten auch wahrnehmbar bist. Das hat auch mit dem Nutzerverhalten zu tun, ne? Du siehst es auch an den Universal Search Einblendungen, die Google ja stark ausgebaut hat. Der Wunsch der Nutzer danach, zum Beispiel auch Informationen aus Videos wahrzunehmen, der ist einfach präsent. Und ich denke, ja, je mehr unterschiedliche Content-Formate Google auch in der Lage ist,
beurteilen zu können, ne, ob ein Unternehmen oder eine Person inhaltlich etwas Qualitatives beizutragen hat, ne, desto besser. Vielleicht, da kann ich ergänzen, also mit Entitäten haben die Formate, gehe ich mit Ulf, nicht viel zu tun. Mhm. Interessant ist halt, dass je nach Keyword halt Menschen unterschiedliche Formate sehen wollen. Ne? Mhm. Wie Ulf gesagt hat, ein Blick auf die erste Suchergebnisseite reicht und man sieht, welche Medienformate gefragt sind bei einem bestimmten Suchbegriff. Ne? Weil die sehen ja immer unterschiedlich aus. Mal werden Videos eingeblendet, mal Bilder, mal werden News eingeblendet. Ist ja ein buntes Portfolio, was Google da inzwischen an Elementen ausspielt. Ne? Ja, deswegen gehört auch zu den Keyword-Recherchen und Analysen, die wir grundsätzlich für die Kunden durchführen, auch eben die Betrachtung, ob es solche Universal Search-Einblendungen überhaupt gibt. Denn im Zweifel ist es heute immer noch wesentlich einfacher, wenn du halt gerade bei umkämpfteren Suchbegriffen, wenn du siehst, in den Ergebnissen gibt es auch Videoeinblendungen, sich mit einem eigenen Video da mit zu platzieren, als zu versuchen, in den herkömmlichen Text-Snippets irgendwie nach oben zu kommen. Ne? Also auch das ist ein Grund, warum es sich definitiv lohnt, auch unter so einer Wettbewerbsbetrachtung um Sichtbarkeit auch andere Formate zu spielen. Mhm. Eine Frage zum Thema Pressearbeit. Im Grunde ist es ja eine der wesentlichen Aufgaben, gerade in der Pressearbeit, Fachbeiträge beispielsweise zu platzieren, das heißt, sich mit bestimmten Themen zu platzieren. Und gerade wenn das natürlich online passiert, dann ist es natürlich umso schöner. Man hofft als Unternehmen dann wahrscheinlich auch auf einen Backlink vielleicht aus einem Artikel heraus auf die eigene Webseite, was allerdings auch nicht immer passiert. Meistens bleibt es ja dann im Grunde bei der Nennung des Unternehmens, wenn ein Autorenkasten da ist und der dann den Autor auszeichnet als zugehörig zu diesem Unternehmen. Wie wird es denn inzwischen von Google bewertet? Also ist es tragisch, dass da dieser Backlink beispielsweise nicht passiert? Oder erkennt Google inzwischen sehr gut, dass da diese Nennung dennoch stattfindet? Ja, ist nicht tragisch. Schöner ist natürlich, wenn es auch einen Link gibt, aber da sind Redaktionen tatsächlich sehr sparsam. Das hat abgenommen. Aber wenn du jetzt die Nennung hast des Unternehmens ohne Link, dann ist das eine sogenannte Co-Occurrence. Früher hat man auch Co-Citation gesagt, also auf Deutsch Co-Okkurrenz. Und das bedeutet einfach, dass wenn im Web immer wieder bestimmte Keywords neben anderen Keywords genannt werden, also eine Nachbarschaft haben, dann wird von Google diese Nachbarschaft erkannt und dieser Nachbarschaft auch eine Relevanz zugewiesen. Ne? Das heißt also im Ergebnis, dass Domains und Marken auch durch eine häufige Nachbarschaft in bestimmten Zusammenhängen für Keywords ranken können, für die sie nicht mal selber die Seite optimiert haben oder entsprechende eingehende Links bekommen. Also das ist schon auch ein starker Ranking-Faktor mittlerweile. Mhm. Also wir vielleicht nur als Ergänzung, da kommt das Entitätenthema mit dem EAT-Thema halt zusammen. Weil wenn wir überlegen, dass die Marke oder die Domain, die ja ein digitales Abbild der Entität bzw. Marke ist, immer häufig in Kontext bestimmter Begriffe genannt wird, dann werden wir natürlich stark mit diesem Thema in Verbindung gebracht, was uns beim Ranking dann helfen wird. Und es funktioniert bei Menschen ja nicht anders. Wenn ich als Entität Olaf Kopp häufig im Kontext SEO genannt werde, im Kontext Content Marketing, dann speichern die Leute das irgendwann ab. Und dann nehmen sie mich als Experten in dem Thema wahr und ruckzuck haben wir den EAT-Effekt. Ja, also man kann schon sagen, und das ist ja, wie du schon richtig sagst, Boris, das ist ja ein Ziel der PR beziehungsweise eben der Medienarbeit und da leistet PR einen großen Beitrag, auch der vielleicht in vielen Unternehmen gar nicht so wahrgenommen wird, zu
auch der Sichtbarkeit des Unternehmens in den Suchmaschinen. Das ist vielleicht für die jetzt zuhörenden PR-Kollegen ein ganz gutes Argument künftig, um auch wenn es um Budgets geht, vielleicht ja, ein bisschen besser dabei wegzukommen. Olaf, es gibt ja auch noch, weil das Thema Autorenboxen, ne, glaube ich, eben auch kam, da gibt es ja auch noch was zu beachten, ne? Autorenboxen sind per se kein Ranking-Faktor, weil es wurde im Zuge von EAT oft gern mal gesagt, pack eine Autorenbox unter Text und dann komm, dann rankst du besser. Eine Autorenbox hilft Google natürlich, den Urheber eines Inhalts zu identifizieren, genauso wie einen Menschen. Und wenn dieser Urheber eine Expertise hat, eine Autorität ist in einem bestimmten Themenbereich, dann hilft es natürlich dem Dokument, aber per se die Autorenbox alleine hilft natürlich nicht. Ja, das ist halt oft, ne, man mag immer so gerne so, ach, pack eine Autorenbox drunter, wie früher, oder pack das Keyword 4,5% mal in den Text, dann wird das schon ranken. Also ähnlich, so wird halt gerne, solche Tipps werden halt gerne ausgegeben, komm, nur pack eine Autorenbox da drunter. Aber wenn die Autorenbox, wenn da keine Entität genannt wird, die irgendwie eine Expertise oder Autorität in diesem Thema hat, dann wird mir diese Autorenbox auch nicht helfen. Ich würde vielleicht Boris, gerne nochmal ergänzen, weil du ja gesagt hast, es ist halt schwierig mittlerweile dann auch Links zu bekommen. Ne? Mhm. Die muss man den Redaktionen immer so ein bisschen abbringen. Ich glaube, worüber wir in der PR viel stärker auch strategisch nachdenken sollten, ist, wie schaffen wir es denn, diesen Link quasi als unverzichtbar mitzugeben. Ne? Also können wir rund um das Thema, zu dem wir interviewt werden, zu dem wir uns in einem Fachartikel äußern, nicht noch etwas auf unserer eigenen Website bereithalten, was eine logische Ergänzung darstellt zu diesem Inhalt? Dann kommt nämlich auch ein Redakteur im Zweifel gar nicht so richtig drum herum, diesen Link mit anzugeben. Und dann haben wir wirklich beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen und haben sogar, wenn man jetzt das Online-Marketing noch weiterdenkt, auch die Möglichkeit, mit diesem Besucher, wenn er dann auf unsere Seite kommt, natürlich noch weiter zu arbeiten, ein Lead draus zu machen, Daten zu sammeln etc. Ne? Das kann eine Studie sein, über die man spricht. Das kann irgendein interaktives Tool sein, das auf der Seite dann noch vorhanden ist oder. Wie tragisch, Ulf, ist es eigentlich, wenn man einen ordentlichen Fachartikel präsentiert oder platziert und man dann hinter einer Paywall verschwindet in dem Rahmen? Ja, das ist natürlich schade, ne? Olaf, sag mal. Also im Endeffekt, ich glaube, Redaktionen oder die großen Content-Portale, wenn sie Paywalls nutzen, sind inzwischen so schlau, dass sie den Inhalt trotzdem von Google indexieren lassen. Okay. Und dann kann Google den Link finden und alles gut. Also die Paywall in der Regel, ich habe ja auch einen Premium-Bereich bei mir, eine Art Paywall, und ich habe es aber so technisch gelöst, dass der Google-Bot trotzdem die Inhalte vollständig indexieren kann und damit auch die Links. Mhm. Ja, aber rein unter PR-Gesichtspunkten ist es natürlich trotzdem enorm schade, ne? Denn man hat ja nur einen Bruchteil der möglichen Leserschaft, die man sonst hätte. Ne? Gibt es eigentlich sprachliche Regeln, die man bei der Erstellung von Texten beachten sollte, in Bezug jetzt auf die Erfassung als Entität durch Google? Gibt es vielleicht auch gewisse Regelungen in dem Bereich, die auch ein bisschen konträr oder in Konflikt stehen mit sprachlichen Regelungen, die ansonsten aus der PR, aus dem qualitativ hochwertigen Content-Marketing bekannt sind? Ja, grundsätzlich schon, nämlich dann, wenn etwaige Sprachregelungen oder eben in Corporate Wording vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichen. Hm. Ne? Und damit auch die Relevanz für Google und den Nutzer so ein bisschen verschleiern. Im Rahmen von Keyword-Recherchen und Analysen stellen wir halt immer wieder fest, dass Unternehmen eben sehr stark so in ihren Fachtermini stecken. Und dass Nutzer auf der anderen Seite anstelle dieser fachlich korrekten Bezeichnungen einfach andere Begriffe verwenden. Ne? Und um für diese anderen Begriffe auch gefunden zu werden und eine Relevanz zu erzeugen, macht es Sinn für die Unternehmen, dann auch auf diese fachlich nicht ganz korrekten Begriffe zu optimieren. Und ein Beispiel, vielleicht ein bisschen profan, aber das wäre Papiertragetaschen.
Das ist jetzt, wenn du ein Hersteller bist von Papiertragetaschen, ist das erstmal der korrekte Begriff. Aber der Nutzer, der würde eher nach Papiertüte vielleicht suchen, ne? Weil er nicht so genau in den Termini drinsteckt. Und die Papiertüte hat das sechsfache Suchvolumen gegenüber der Papiertragetasche. Ne? Und wie sagen wir jetzt in Bezug auf Corona wird es wahrscheinlich ähnlich sein, dass der fachlich korrekte Begriff des Mund-Nasen-Schutzes eher weniger gesucht wird von den Personen, die ja vielleicht auch nach einer Quelle suchen, wo sie das bestellen können, als vielleicht Corona-Maske oder Schutzmaske Corona. Das sind also sprachlich vielleicht Themen, die zu beachten sind. Weiß nicht, ob du auf was anderes hinaus wolltest, aber Nee, okay. Also am Schluss ist ja entscheidend, welchen Wissensstand die Zielgruppe hat, ne? Und da sind wir wieder beim Thema Nutzerzentrierung. Es interessiert den Nutzer im Zweifel nicht, wie ich etwas bezeichne, sondern es interessiert den Nutzer, wie er es bezeichnet. Und das ist wieder vom Nutzer ausgedacht. Und wenn ich natürlich Fachleute als Zielgruppe habe oder potenzielle Kunden, dann werden die wahrscheinlich eher auch meine Fachterminas oder Fachbegriffe nutzen, als irgendwie, wenn ich irgendwie was verkaufe, was so in der breiten Masse vielleicht so eine Eigendynamik bekommen hat und eventuell auch fa be falsche Begriffe benutzt werden, die aber eigentlich das meinen, was ich verkaufe. Ich sehe, die Zeit rennt, wie immer, wenn es interessant wird. Deswegen überspringe ich mal die eine oder andere Frage. Muss ich leider, ja. Aber die eine oder andere auf jeden Fall möchte ich noch mal stellen, auf jeden Fall. Und zwar gerade in Bezug auf das Thema, wie schwer oder wie einfach es eigentlich auch gerade für kleinere Unternehmen oder auch für neue Unternehmen ist, sich als beispielsweise als Entität oder auch als Experte oder Autorität für ein bestimmtes Thema zu platzieren. Weil wenn ich das so ein bisschen richtig verstehe, haben ja gerade große Unternehmen mit einem großen Output, mit entsprechenden Ressourcen da sicherlich deutlichen Vorteil gegenüber kleineren oder neueren Unternehmen. Oder täusche ich mich da? Willst du zuerst oder soll ich Nee, mach zuerst? mal. Also Ressourcen, wenn man sie richtig anwendet, sind mit Sicherheit ein Vorteil. Wir sehen es aber immer wieder, dass zu viel Geld auch ineffizient macht bei vielen, weil sie, wenn genug Geld da ist, dann wird nicht groß darüber nachgedacht, wie man es verwendet und wie zielgenau man es einsetzt. Ich glaube, es ist möglich für kleinere Unternehmen, wir reden jetzt, ein bestimmtes Budget muss natürlich investiert werden, aber ich glaube, für kleinere Unternehmen ist es durchaus möglich, sich größere auch durchzusetzen, wenn sie smart machen und effizient mit diesem Budget, was ihnen zur Verfügung steht, gearbeitet wird. Ich sehe in großen Konzernen ganz oft riesige Budgets, die ausgegeben werden, ohne Synergien zu nutzen, zum Beispiel, ohne an Synergien zu denken. Gerade im Paid-Advertising-Bereich, da wird nichts miteinander verknüpft, da wird ganz viel Budget ausgegeben, weil es halt da ist, aber es wird nicht weitergedacht. Was passiert mit dem Nutzer, den ich jetzt mit einem Klick eingekauft habe, wie verarbeite ich den weiter? Was ist die nächste Kampagne, die dann dran? Es wird oft in diesen Kampagnen gedacht immer noch, ohne an das, was kommt danach zu denken. Sprich, es wird nicht in der Customer Journey gedacht, sondern es wird in Kampagnen gedacht. Und das ist da kann man sehr viel Geld verbrennen, weil man muss ja immer probieren, das Budget, was man investiert, auch zweit, dritt, viert zu verwerten. Und das passiert halt gerade bei großen Unternehmen oft nicht, weil da hat man dann das Gefühl, es ist so viel Geld vorhanden, da ist dann ja, dann wird dann ordentlich auf eine Pauke gehauen, sage ich mal, aber es wird nicht effizient und systematisch gedacht. Ja, und für die kleineren, wendigeren Unternehmen, vielleicht auch mit dem kleineren Budget, haben wir ja ein paar Antworten auch schon gegeben, wie es eben gelingen kann, ne? Da hast du eben diese externen Faktoren, die für die Autoritätswahrnehmung stehen, wo natürlich über diese Kookurrenzen durch einfach Berichte, in denen der Name des Unternehmens mit einem Thema verknüpft wird, stattfinden. Du hast das Thema Backlinks, die eben entstehen können dadurch, dass du qualitative Inhalte auch strategisch erzeugst und darauf verlinken lässt. Auf der anderen Seite geht es ja auch ein bisschen um die On-Page-Faktoren, ne? Also diese Expertise in dem EAT. Und da kann ich als Beispiel mal bringen, eine
Themenplattform, die wir für eine große Versicherungsgesellschaft geplant und umgesetzt haben, zum Thema Beihilfe, also private Krankenversicherung für Beamtenanwärter. Da haben wir so gut wie gar nichts gemacht im externen Bereich, sondern nur auf wirklich gute qualitative Inhalte gesetzt und haben erlebt, wie diese Seite völlig neue Domain, also wirklich so einen exponentiellen Anstieg gemacht hat in der Sichtbarkeit, weil Google eben speziell in dem Bereich der Expertise, der Content-Qualität erkannt hat, dass ja, dass das ein herausragender Inhalt ist, gute Suchergebnisse für die, die suchen. Und das hat innerhalb relativ kurzer Zeit geklappt, also ich glaube so ein halbes Jahr etwa, dass wir die Wettbewerber in diesem Themenumfeld überholen konnten. Also es ist eigentlich nicht so schwer, man muss nur wissen, wie und wie Olaf schon sagt, so ein bisschen smart unterwegs sein, mit einer guten Planung dahinter und viel datenbasiert auch arbeiten. Okay, das macht doch Hoffnung für alle kleinen Ja, Unternehmen und definitiv. Definitiv. Weil im Grunde, Ulf, vielleicht, wahrscheinlich kennst du das ja auch aus der eigenen Betrachtung oder auch aus der eigenen Arbeit. Gerade in der Pressearbeit ist es ja oftmals so, dass gerade kleinere Unternehmen, weniger bekannte Unternehmen, die zwar gute Produkte haben, gute Services darbringen, aber einfach sich nicht so sehr mit dem Thema PR auseinandersetzen, die es so betreiben, dass die natürlich schwereren Stand haben, Medienpräsenz zu erlangen, als jetzt beispielsweise Big Players, die entsprechende Namen haben, die vielleicht auch gar nicht mehr wirklich Pressearbeit machen müssen, also im Ausland, sondern wo die Journalisten automatisch auf die zukommen. Genau. Du hast dich ja auch schon geoutet als Hörer des Content-Kompass und da hatten wir neulich auch eine Folge, wo es um Medienarbeit ging und die Rolle, die sie halt spielt. Und da habe ich ja auch schon gesagt, es ist eben so, dass bei auch immer kleiner werdenden Heftumfängen beziehungsweise auch bei so einer gewissen Personalnot in den Online-Redaktionen extrem ausgefiltert wird und die großen Namen wie halt, was weiß ich, Siemens, SAP, IBM, die sind halt per se relevant. Ne? Wenn die einmal husten, dann weiß der Redakteur, ich muss jetzt schreiben, Siemens hat gehustet. Und für kleine Unternehmen ist es eben relativ schwer, da durchzudringen und das gelingt nur über Relevanz. Ist jetzt auch nichts Neues, das begleitet uns in der PR ja schon ewig und drei Tage, aber die muss strategisch geplant werden, weil eine reine Unternehmensmeldung, gerade bei einem kleineren Unternehmen, wir haben einen neuen Geschäftsführer oder ähnliches oder ein neues Produkt, das ist halt nicht so relevant, ne? Und die Relevanz kannst du erzeugen, indem du ja, vielleicht ein bisschen von den Unternehmensmeldungen weggehst und eher überlegst, an welchen Themen sind denn auch die Leser dieser Zeitschriften interessiert? Was sind Branchentrends? Können wir irgendwelche im Sinne von Datenjournalismus, ja, können wir Daten zusammentragen, die im Unternehmen schon vorhanden sind? Oder können wir Studien machen, die wir dann publizieren? Können wir Datenreihen irgendwie aufbauen? Oder können wir ein gesellschaftlich relevantes Thema finden, auf das wir uns setzen können? Und auf dem Weg, glaube ich, funktioniert es dann schon ganz gut. Also versuchen irgendwie in eine Themenführerschaft zu kommen durch aktive Kommunikation, was natürlich einen gewissen Aufwand bedeutet, aber das ist der Weg. Wunderbar. So. Es gibt vielleicht, und das, ich weiß, ja. Wir haben jetzt ein bisschen den Blick auf die Zeit, aber es gibt im Bereich der Online-PR auch einen ganz smarten Ansatz, den will ich vielleicht nochmal mitgeben. Und zwar haben wir das Agenda-Surfing getauft. Das ist halt die Idee, ja, dass es ja immer Themen gibt, die eine gewisse Karriere durchlaufen, die rollen irgendwann an, ja, spielen dann auch eine relativ große Rolle für einen gewissen Zeitraum. Das können wenige Tage sein bis mehrere Monate, wo die wirklich viel in den Themen, in den Medien behandelt werden. Und die Kunst wäre dann, sich frühzeitig auf diese Themen auch vorzubereiten, so wie wir das in der Krisenkommunikation ja auch machen. Ne? Da überlegen wir ja auch vorher, welche unangenehmen Krisensituationen könnten auftreten, wie wollen wir dann reagieren. Vielleicht werden auch schon Inhalte im Vorfeld bereitgestellt, die dann nur noch freigeschaltet werden müssen. Und bei dem Agenda-Surfing ist es das gleiche Verfahren, dass man mit ein bisschen
Weitblick überlegt, welche Themen könnten so in den nächsten 2, 3 Jahren mal wieder aufpoppen. Es gibt ja auch saisonale Themen vielleicht, dass man dann schon anfängt, sich zu positionieren dafür, gute Inhalte erstellt oder auch überlegt, mit welchen Teilaspekten könnte man Interviewangebote an die Medien herantragen. Und wenn man dann feststellt über Medienmonitoring, das wäre ja auch über Cision möglich, dass man das quasi so als Trigger versteht, ja, sobald also ein gewisser Schwellenwert an Online-Veröffentlichungen zu so einem Thema auftreten, ist davon auszugehen, dass eine weitere Themenkarriere stattfinden wird. Und dann konzertiert einfach anfängt, sich auf das Thema zu setzen und den Medienkontakt zu suchen. Ich habe schon ein paar Fragen auf jeden Fall mir hier von den Zuschauern, von den Teilnehmern gebookmarkt. Da würde ich mal anfangen, die erste durchzugehen und vielleicht auch nochmal natürlich den Aufruf, weitere Fragen zu stellen in den Chat. Die erste, die ist sehr detailliert, beziehungsweise das ist eine sehr kleinteilige Frage. Sollten Backlinks in Gastbeiträgen auf großen Publisher-Seiten etc. auf No-Follow gesetzt werden? Das ist eine sehr starke SEO-Frage, glaube ich. Ja, gar nicht mal eine SEO-Frage, zwangsläufig ist eine Redaktionsfrage erstmal. Ne? Also wenn ich den, wenn wir von Advertorials sprechen, also offiziell gekauften Beiträgen, ist das eine Richtlinie, an die sich Redaktionen halten müssen, dass die, dass ausgehende Links mit No-Follow gekennzeichnet werden und auch zusätzlich natürlich noch mit dem Verweis, dass der Artikel ein Sponsored Post oder gekaufter Artikel ist. Wenn wir von Gastbeiträgen reden in Sachen von Fachartikeln, wenn ein Link Sinn macht für den Nutzer, dann sehe ich da kein Problem, den dort zu platzieren und der muss auch nicht No-Follow gesetzt werden. Also abgesehen davon, No-Follow-Link tut auch nicht weh, er bringt ja im besten Fall Nutzer auf die Seite. Man kann sich darüber streiten, ob er PageRank laut Google wird damit nicht vererbt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass Google trotzdem da gewisse Signale dann neben dem PageRank irgendwie mitnimmt, auch bei einem No-Follow-Link. Also unter bestimmten Umständen. Also es ist natürlich schöner aus SEO-Sicht, dass der nicht No-Follow gesetzt ist, aber ja, war das die Antwort auf deine Frage? Oder auf die Frage? Ich hoffe, dass die Frage damit beantwortet ist für den Teilnehmer, der es gestellt hat. wenn nicht, einfach nochmal in den Chat schreiben, bitte. eine andere Frage ist: Wir veröffentlichen für Kunden nach wie vor auf Presseportalen, nicht mit dem Ziel, Backlinks zu erhalten, sondern mit dem Ziel, die Veröffentlichung selbst mit gutem Content auf eine hohe Google-Position zu bringen. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Ich glaube, da kann man auch noch mal ein bisschen auf eure Studie, die ihr gerade macht, zum Thema Presseportale auch sicherlich verweisen. Ja, es gibt starke Presseportale, die gerade dann, wenn bestimmte Keywords nicht besonders umkämpft sind, auch sehr gut ranken. Wenn jetzt die eigene Website so schwach ist, sage ich mal ganz bewusst, dass es nicht gelingen würde, mit dem gleichen Artikel hoch zu ranken, dann kann das ein Vehikel sein, aus meiner Sicht. Aber sinnvoller ist es im Grunde genommen immer, hochwertige Inhalte auf der eigenen Seite zu publizieren und dann auch selber entsprechend gut zu ranken. Denn der Vorteil ist ja der, wenn jemand googelt und auf das Snippet klickt, dann ist er auf meiner eigenen Seite natürlich wesentlich besser aufgehoben. Ne? Da kann ich Analytics, kann ich Marketing-Automation dahinterlegen, kann ein Call to Action noch ergänzen, kann weiterführende Informationen noch anbieten. Das ist auf einem Presseportal eben wahlweise gar nicht oder nur bedingt möglich. Ne? Also es ist ein Vehikel, aber nicht der optimale Weg. Außerdem, vielleicht kann ich ja noch ergänzen, also ein Presseportal ist ein Sammelsurium von verschiedenen Themen, es ist ein gemischtes Warenlager und dann zum Punkt EAT, also warum sollte Google ein Presseportal, was so gemischt ist, ist vielleicht ein Fachpresseportal oder so, was eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Themenbereich nur besetzt, aber warum sollte Google einen Inhalt aus dieser Quelle zu einem Keyword aus dem Themenbereich ranken, so auf der ersten Seite?
Also passiert ja teilweise, ich kenne das auch, aber das ist einfach ein Beweis dafür, dass es eben nicht umkämpft ist. Und dann stellt sich auch ein bisschen die Frage nach der Wertigkeit, wenn es nicht umkämpft ist. Und lieber investieren darin, die eigene Seite aufzubauen, für Google attraktiv zu machen und dann eben selber zu ranken und nicht über einen Dritten. Okay. Eine Frage noch aus meinem Katalog. Wir haben jetzt die ganze Zeit natürlich über Google gesprochen, bezüglich der Entwicklung, wie das ganze Thema Suchmaschinen, wie die Suchmaschinentechnologie sich fortentwickelt mit Entitäten RAT und so weiter. Wie ist es denn bei anderen Suchmaschinen, auch wenn die jetzt natürlich gegenüber Google nicht ganz so wichtig sind, aber wie ist es denn bei Bing? Gibt es da auch, spricht man da auch von entitätenbasierter Suche? Ist die Technologie da, entwickeln die sich in eine ähnliche Richtung oder? Die versuchen natürlich, da einen Schritt mit Google zu halten, weil es ist ja auch eine Entwicklung hin Richtung besseren Suchergebnissen, ne? Und noch nutzerzentrierter und qualitativ bessere Nutzererfahrung halt auch zu bieten. Ich weiß, dass Baidu, ich habe einen Fachartikel bei mir im Blog von dem Markus Penzek, der hat über RAT bei Baidu ist ja die asiatische Suchmaschine im Endeffekt, die in China ja die Suchmaschine ist. Dort haben die ähnliche Prinzipien, sie nennst du nicht ERT, aber sind da teilweise sogar noch weiter und da gibt es sogar Zertifizierungen für die Qualität eines Urhebers zum Beispiel, die dann auch von den Suchergebnissen eingeblendet werden und solche Geschichten. Bei Bing, keine Ahnung. Also ich beschäftige mich, ich gehe davon aus, dass Google Vorreiter ist und Bing sich da irgendwie dran orientieren wird und ja. Okay. Hier ist auch nochmal eine sehr, sehr konkrete Frage rund um das Thema Advertorials und große Medientitel. Verlage wie Handelsblatt oder Focus verkaufen Advertorials auf ihrer Plattform. Ist eine Veröffentlichung dort tatsächlich wertvoller im Hinblick auf eine Seite 1-Position als auf anderen Seiten? Ja, das ist eine Unart, sag ich mal. Die verkaufen Subdomains. Also diese Portale verkaufen Subdomains, die tatsächlich gerade im lokalen Bereich, also wenn es um lokale Suchintention, also lokale Keywords geht, findet man die tatsächlich auf der ersten Seite, ja. Und die kriegen teilweise gute Rankings. Aber da gehe ich wieder zurück zu Ul. Also das hilft mir ja nur bedingt weiter, weil ich kann da zwar einen Link vielleicht drin platzieren, wo ich hoffe, dass jemand draufklickt und auf meine Seite kommt, aber es hilft mir ja, ich baue ja auf fremde Schiffe, sage ich mal, oder auf fremde Länder irgendwie. Außerdem ist es halt, weiß ich nicht, wie lange Google das noch so mitmacht, dass das so funktioniert. Es funktioniert auch wirklich nur im nicht umkämpften Bereich und im regionalen Bereich, sowas wie ich das gesehen habe. Ich meine, man muss auch die Sinnhaftigkeit nicht komplett in Frage stellen, ne? Man kann das ja vergleichen mit Google Ads auch, ne? Also wenn ein Unternehmen aktuell eben noch nicht so gut rankt, dass ein Großteil des Suchtraffics bei ihnen landet, dann auch sonst machen sie es, ne? Aber dann ist es umso wichtiger, beispielsweise Google Ads zu schalten, um einfach diese Potenziale trotzdem zu bekommen. Und ich meine, solche Wege, egal ob jetzt mit Presseportalen oder diesen Subdomains, das ist halt ein valides Mittel, wenn die eigene Seite noch nicht stark genug ist. Aber man sollte nicht glauben, dass das jetzt die Lösung ist, ne? Sondern sich bewusst machen, dass es nur eine Übergangslösung sein kann, und wirklich mehr investieren darin, die eigene Seite zu stärken durch gute Inhalte, durch eben die externen Faktoren, über die wir gesprochen haben, wofür Medienarbeit eben ein sehr guter Weg ist, ne? Wir haben natürlich, das liegt an der Natur der Sache, viel über jetzt PR- und Marketingabteilungen gesprochen, und wie deren Beitrag aussehen kann zum Thema Entitäten, zum Thema Aufbau von Autorität, von Expertise. Aber wenn ich das richtig verstehe, und ich glaube, da seid ihr ja auch beide durchaus Botschafter dafür, ist es ja nicht nur die Aufgabe von diesen beiden Abteilungen. Ein Unternehmen oder überhaupt ja doch ein Unternehmen, eine Organisation als Autorität zu platzieren, sondern im Grunde ist es ja, oder im Grunde kann ja jede Abteilung daran einen gewissen Beitrag
dazu beitragen, oder? Ja, also koordiniert werden sollte das sinnvollerweise eben schon in der Unternehmenskommunikation und im Marketing, aber grundsätzlich können alle Unternehmensbereiche und eben Aktivitäten, die Öffentlichkeit erzeugen und das Unternehmen in relevanten Kontexten positionieren, einen wichtigen Beitrag leisten, ne? Also wenn du ein echten Experten im Unternehmen hast, der Vorträge hält auf Konferenzen beispielsweise oder der publiziert zu seinen Themen, dann leistet das auch einen großen Beitrag, ohne dass es jetzt ja originär eine Leistung der Unternehmenskommunikation wäre. Also dazu sollte man auf jeden Fall ermuntern, aber schon versuchen, das Ganze einzubetten und zu koordinieren im Sinne der Unternehmenskommunikation, gerade auch um die Synergien zu nutzen, die ja immer möglich sind, ne? Da vielleicht noch als Zusatz, um vor allen Dingen die Touchpoints, die dadurch ja gestaltet werden, Ja. mit dem Unternehmen konsistent zu halten, weil wenn wir inhaltliche Widersprüche haben, geht das nicht auf Kosten, geht das auf Kosten des Vertrauens. Es gibt halt genug Unternehmen, ich möchte jetzt, mir brennt es auf Kein der Zunge, Bashing. da jetzt ein Unternehmen zu nennen, aber ich mache es nicht. Da erzählt der eine was anderes als der andere und in dem Moment verliert man da halt Vertrauen dann, ne, in die Informationen, die da überhaupt rausgegeben werden, so. Super, Wunder. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich sehe schon, wir haben jetzt 16 Uhr. Sind auch nicht mehr ganz so viele Fragen reingekommen. Insofern haben wir so ziemlich alles beantwortet. An dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bei euch beiden bedanken, Ulf, Olaf. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für den unglaublich großen, vielen und sehr interessanten Input rund um dieses Thema. Ich glaube, man könnte noch sehr viel mehr drüber sagen Tagelang, und tagelang. schreiben. Aber Tagelang. auch dir und Zischen, einen lieben Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht und wir nehmen uns gerne auch noch ein bisschen Zeit, vielleicht jetzt noch nicht beantwortete Fragen dann im Nachgang noch zu beantworten. Genau. Wie schon anfangs gesagt, das Ganze haben wir aufgenommen, natürlich das Webinar. Das heißt, wir werden zeitnah in den nächsten Tagen das Ganze bei uns auf den YouTube-Kanal hochladen, mit einer kurzen Zusammenfassung und einem kleinen Rückblick und natürlich sehr vielen Verlinkungen. Ich glaube, da gibt es einiges, was wir hier verlinken können. Zudem wäre vielleicht ganz kurz zwei Hinweise, wer sich mit dem Thema Entitäten und EAT nochmal ein bisschen auseinandersetzen möchte oder erstmal nochmal nachschauen möchte, was genau dahinter alles steckt. Von mir aus zwei ganz kurze Hinweise. Einmal ein englischsprachiger Beitrag online von Maria Haynes, der ein bisschen ausführlicher darauf eingeht. Und dann ein deutschsprachiger Beitrag, auch ein wenig ausführlicher, in der Webboosting-Zeitschrift, Website sozusagen. Ausgabe 57. Da hat der Olaf nämlich sich sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Es Ja. gibt auch, es vielleicht, es gibt auch diverse Videos zu dem Thema, wo ich zu Gast meistens bin, aber einfach einmal EAT, Olaf Kopp googeln und dann kommt da, poppt da, wird da eine Menge aufpoppen. Genau. Oder auf irgendwelchen Podcast-Plattformen einfach mal nach Ja. Entitäten und EAT suchen. Wunderbar. Dann vielen Dank an euch. Vielen Dank an die ganzen Zuschauer, die dabei waren, Teilnehmerinnen, Teilnehmer und für die Fragen. Und ja, einfach weiter bei uns auf der Webseite nachschauen, wann alles online geht. Wir werden natürlich alle informieren per E-Mail. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, einen wunderschönen Tag noch. Rest. Danke. Dankeschön. Tschüss. Vielen Tschüss. Dank. Ciao.